Der eigentlich vorgesehene Vortragende ist leider krank geworden, das war der Mario Kluge. Und wir haben es aber kurzfristig hingekriegt, einen kompetenten Vertreter aufzutreiben. Das ist der Martin Schaller. Und es geht heute um Fußgängernavigation und wie man das mit Augmented Reality, also mit noch besserer Realität, als sie sonst schon ist, hinbekommt. Ja. Willkommen, Martin. Also ich erzähle erst einmal ein bisschen was. Was ist die Motivation, um sowas zu machen? Welche besonderen Bedingungen gelten für Fußgänger im Gegensatz zum normalen Navigationssystem für Autofahrer? Wie kommt man an die passenden Geodaten? Normalerweise haben wir ja Navigationssysteme für Autos nur überwiegend Straßen drinnen und keine Fußwege und so weiter. Was ist Augmented Reality? Dann erzähle ich ein bisschen was über Navit, das ist ein Open Source Navigationssystem. Und wie kann man das Ganze mit Augmented Reality und Fußgängernavigation verbinden? Das Ganze gibt dann das Reality View. Abgekupfert ist das ein bisschen aus den Computerspielen und dann das Resultat, was dabei rausgekommen ist. Also derzeitige Navigationssysteme sind halt überwiegend für Autos gedacht und wenn überhaupt ein Fußgängermodus dabei ist, dann ist er nur so als Beiwerk gedacht und nicht wirklich auf die Bedürfnisse von Fußgängern zugeschnitten. Es sind überwiegend öffentliche Straßen drinnen, wenig Fußwege. Was überhaupt nicht drinnen sind, sind zum Beispiel Gärten, durch die man durchgehen kann. Geschwindigkeiten sind überwiegend an die Kraftfahrzeuge angepasst und auch so Themen wie Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Fahrzeugnavigationssystem ist auch mittlerweile recht ausgereift, also es gibt ja da sehr viele Features wie Stauumfahrung und werden noch stetig erweitert. Und wie schon gesagt, Fußgänger wird mit so einem Fahrzeugnavigationssystem nur unzureichend geholfen. Also man sieht eigentlich niemanden, der in der Fußgängerzone mit einem TomTom rumläuft, um da sein Ziel zu finden. Der Trend geht dabei zu Mobile Navigation, was im Prinzip ein Autonavigationssystem ist mit ein bisschen Anpassung an Fußgängernavigation, länger ab, Akkulaufzeit und Einbahnstraßen, weggelassenem Einbahnstraßenrouting. Stauumfahrung braucht man auch nicht, genau. Also aber Mobile Navigation ist keine Fußgängernavigation, so wie es im Sinne dieser Präsentation zu verstehen ist. Und deshalb existiert hier die Forderung nach einem Navigationssystem für Fußgänger. Das Ganze sollte natürlich auf mobiler Hardware laufen, die man in die Hosentasche stecken kann, intuitiver Verständlichkeit und es sollte auch über Flächen routen können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Abkürzung über einen Parkplatz nehmen kann, dann sollte es die Navigation schaffen, da drüber zu routen und nicht um den Parkplatz herum. Die Darstellung sollte realistisch und mit hoher Genauigkeit sein, am besten unter Verwendung freier Geodaten. Die Hardware war bisher immer proprietäre Hardware, also wenn ich einen TomTom oder einen Garmin kaufe, da kann ich dann nichts anderes damit machen, außer navigieren. Mittlerweile laufen die Navigationssysteme dann auch auf Smartphones. Das heißt, ich kann Android kaufen und da kann ich Google Maps benutzen. Die Verständlichkeit, also ein Autonavigationssystem sagt ja zum Beispiel in 200 Meter links abbiegen. Sowas ist natürlich für einen Fußgänger relativ unbrauchbar, weil sich der keine Vorstellung darüber machen kann, was sind 200 Meter.
Und da müsst ihr dann im Prinzip ständig auf das Display schauen, um zu sehen, wann muss ich denn nun abbiegen. Das Routing ist bei Kfz-Navigationssystemen auch an den Straßen orientiert und bei Fußgängern muss das halt nicht nur an den Straßen orientiert sein, sondern auch an Flächen, sodass ich durch Parks, Parkplätze und so weiter auch durchrouten kann. Die Darstellung ist bisher immer überwiegend perspektivisch, sodass man zumindest das, was weiter weg ist, noch erkennen kann, wenn auch mit geringer Detailliertheit. Und jetzt hier bei dem Projekt geht es um Augmented Reality. Das heißt, man sieht die Wirklichkeit und die wird noch angereichert. Die Geodaten sind bisher, hat man die regelmäßig updaten müssen. Also sagen wir mal, einmal pro Jahr eine Karte kaufen, um aktuell zu sein. Und mit dem Augmented Reality Projekt soll man da dann eigene Aktualisierungen machen können. Also zum Beispiel wöchentlich dann von OpenStreetMap die aktuellen Daten runterladen. Die käuflichen Navigationssysteme verwenden auch kommerzielle Kartenanbieter, also Navtec Teleatlas. Und unser Projekt setzt halt da freie Geodaten, also sprich OpenStreetMap. Besondere Bedingungen für Fußgänger, die haben eine höhere Bewegungsfreiheit, also die sind nicht direkt an Straßen gebunden, weichen unter Umständen häufiger von der Route ab als ein Auto, zum Beispiel wenn sie irgendwo ein interessantes Geschäft oder eine Sehenswürdigkeit entdecken, dann gehen sie halt dahin und schauen sich das an. Und sie brauchen keine permanente Navigation, also man schaut da nicht ständig als Fußgänger auf das Navigationssystem, wann man denn nun abbiegen muss, sondern man schaut einmal und sieht dann, aha, ich muss bis zu diesem Punkt gehen und dann kann ich wieder weiterschauen, wie ich dann weitergehen muss. Dann muss das Ganze natürlich an verschiedene Fußgängertypen angepasst sein. Ein Tourist hat andere Ansprüche an die Navigation als ein Pendler, der möglichst schnell sein Ziel erreichen will. Und das führt dann dazu, dass man verschiedene Routing-Attribute haben will, schnell, kurz, sicher, attraktiv eben zum Beispiel. Des Weiteren soll die Fußgängernavigation auch eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr haben und eventuell auch die Möglichkeit haben, das anbietet, hier auf Taxi umzusteigen, Autobahn und so weiter. Dann müssen unter Umständen Treppen, Unterführungen und so weiter berücksichtigt werden, weil das Ganze soll sich auch für Rollstuhlfahrer eignen, sodass man dann als Rollstuhlfahrer sagen kann, ja, man will Treppen ausschließen. Keine numerischen Navigationsanweisungen, habe ich schon gesagt. Man will da nicht wissen, in 200 Meter abbiegen, sondern man will irgendwo eine Landmarke oder Ähnliches haben, an der man sich orientieren kann. Dann will man eventuell indirekte Ziele auswählen, eine Bäckerei, einen Supermarkt, einen Kiosk und so weiter. Da sind jetzt mal ein paar Beispiele aufgeführt, wie das Routing aussieht. Also das erste Beispiel wäre jetzt halt klassisches Kfz-Routing, halt nur auf Straßen. Das zweite Beispiel ist ein gemischtes Routing, also das ist im Prinzip auch ein Kfz-Routing, aber berücksichtigt Fußwege mit. Und beim dritten Routing werden dann auch Flächen berücksichtigt. Das heißt, hier ist jetzt halt ein Parkplatz. Und das Routing routet durch den Parkplatz durch, weil es eben die kürzeste und schnellste Verbindung ist. Also das ist die Evolution der Navigationssysteme. Ganz am Anfang hat man nur einen Punkt anpeilen können und hat halt da mit einem simulierten Kompass und Entfernungsangabe seinen Zielpunkt erreichen können. Dann der nächste Schritt war dann Linienrouting. Sprich, die Straßen werden berücksichtigt und ich kann über die Straßen mein Ziel erreichen. Und der dritte Schritt ist halt dann, dass man Flächen benutzen kann. Der Bewegungsspielraum von einem Fußgänger ist wesentlich höher, also da sieht man das mal ein bisschen verdeutlicht. Die roten Stellen sind von einem Auto zu erreichen und die grünen sind von einem Fußgänger zu erreichen.
Die Navigationshardware selber hat sich auch ein bisschen verändert. Also ganz am Anfang haben wir ein Navigationssystem fest im Auto eingebaut gehabt. Das ging dann über Navigationssysteme, die man so im Mediamarkt kauft, bis hin zu Smartphones. Die Fußgänger brauchen unterschiedliche Kriterien, die bei der Route berücksichtigt werden müssen, was für Autorouting so nicht der Fall ist. Ich will als Pendler oder als Geschäftsreisender behandelt werden, ich will Tourismusnavigation haben und dann unter Umständen längere Route in Kauf nehmen, wenn die dann über eine Sehenswürdigkeit führt. Ich brauche eine Behindertennavigation, wo ich eventuell dann angebe, der Weg muss eine gewisse Breite haben, weil ich sonst mit dem Rollstuhl nicht durchkomme. Und ich soll Treppen vermeiden. Konsumnavigation, ich sage, ich will das und das und das einkaufen und suche mir da mal die beste Route raus. Freizeitnavigation, Rettungsdienste und so weiter. Das sind die Möglichkeiten, die man halt beim Routing berücksichtigen sollte. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Straßensicherheit, das ist natürlich schwierig im Routing zu erfassen. Abwechslungsreichtum, das heißt, statt dass ich da irgendwo 2 Kilometer auf immer derselben Straße langlaufe, gehe eventuell in eine Seitenstraße rein, weil es da ein bisschen mehr zu sehen gibt. Und auch interessant, Bodenbelag. Auch wieder für Rollstuhlfahrer, die am liebsten halt dann auf Teerbelag fahren und Kopfsteinpflaster oder gar Feldwege weniger wollen. Man könnte auch alternative Fortbewegungsarten dann berücksichtigen, das heißt unter Umständen, wenn die Strecke zu weit wird, auf Bahn oder Bus umsteigen oder ganz bequem auf Taxi, dann kann man natürlich direkt vom Start zum Ziel routen oder eventuell auch auf Auto, indem man einfach an eine Vermietstation routet und von da aus dann halt über Auto weiter. Dann ist für Fußgänger Übergang von außen in den Innenbereich fließend, sprich ich gehe von der Straße in ein Einkaufszentrum rein und will im Idealfall auch im Einkaufszentrum routen können. Das heißt, ich will meine Geschäfte angeben können, wo ich hin will und das Navigationssystem zeigt mir dann genau an, wie ich da hinkomme. Das ist natürlich mit GPS schwierig, weil das erstens nicht die Genauigkeit hat und zweitens im Gebäude relativ schlecht funktioniert. Dann sollte die Navigation Hindernisse berücksichtigen, schon mal angesprochen die Treppe, Tunnel, Kreuzungen, über Unterführungen. Fußgänger tut sich natürlich leichter, wenn sich die an Landmarken orientieren können, sprich ich habe da Informationen, nach dem McDonald's muss ich rechts abbiegen, also wenn da drinnen steht, in 700 Meter rechts abbiegen, weil das zählt dann keiner mit, wann die 700 Meter erreicht ist. Und da gibt es halt da so Möglichkeiten, was man da erfassen kann. Historische Gebäude, Brücken, Plätze, gut erkennbare Geschäfte. Dann mache ich eventuell eine Route nicht nach genau definierten POIs, sondern nach Typen von POIs. Sprich, ich will zum Einkaufen gehen. Ich will zum Bäcker, zum Metzger, zum Gemüsehändler und zum Getränkehändler. Ich gebe dann das in die Navigation ein und die sucht mir dann die passenden Läden raus, die möglichst auf einem möglichst kurzen Weg zu verbinden sind. Um das Ganze zu erreichen, braucht man natürlich Geodaten. Da gibt es die verschiedensten Anbieter, also jetzt von kommerziellen Geodaten, zum Beispiel Navtec und Teleatlas. Die Vermessungsämter bieten solche Daten an. Und dann gibt es natürlich eine freie Alternative mit OpenStreetMap. In den Geodaten müssen natürlich dann die
einzelnen Objekte, die bei der Fußgängernavigation berücksichtigt werden müssen, erfasst sein. Und das ist bei kommerziellen Geodaten überwiegend nicht der Fall. Navtec arbeitet da mittlerweile an einem System, das heißt Discover the Cities, wo die das auch mit erfassen wollen, zusammen mit den Fahrplänen der öffentlichen Verkehrsmittel. Aber das ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Bei OpenStreetMap, hier mal ein kleiner Auszug, gibt es dann sehr viele Objekttypen, mit denen man dann teilweise die Fußgängernavigation gut abdecken kann. Oh, da fehlt was. Die Datenanbieter vertreten eine unterschiedliche Auffassung darüber, was in den Geodaten enthalten sein muss und welcher Genauigkeit. Also zum Beispiel Navtec sagt, wenn eine Straße unter einem gewissen Abstand von einer anderen Straße ist, zum Beispiel eine Verkehrsinsel, dann wird das nur als eine Straße digitalisiert. Und das ist natürlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Dann haben wir da die Abdeckung. Also die kommerziellen decken halt alles von Straße bis zur ganzen Welt ab. Gebäude, da wird es dann schon dünner, das decken eigentlich nur OpenStreetMap gut ab und natürlich die Vermessungsämter, die das teilweise aus dem Kataster raus exportiert haben und da die Gebäudeumrisse natürlich eine sehr hohe Auflösung haben. In die Gebäude reinschauen kann man aber deswegen noch lange nicht. Da gibt es momentan keine Daten dafür. Das ist ein Beispiel, wie die Positionsgenauigkeit von OpenStreetMap aussieht. Also da hat man überprüft, im Vergleich mit Teleatlas, was liegt da innerhalb von einem 10-Meter-Bereich um die Teleatlas-Daten. Und da ist man auf recht gute Werte gekommen. Also das Ganze liegt zwischen 80% und 90%. Wobei man jetzt aber nicht sagen kann, dass Teleatlas unbedingt die Referenzdaten haben. Die haben teilweise auch erhebliche Abweichungen. Die Geodaten sind teilweise extrem teuer, also auch wenn man die vom Vermessungsamt kauft, die erheben doch sehr hohe Gebühren und man kann das dann auch nur intern nutzen und nicht weiterverkaufen. Und auch Teleatlas, Navtec haben am liebsten Großkunden, die da so im Millionenbereich im Jahr einkaufen und mit Kleinkunden macht die am liebsten keine Geschäfte. Da ist der Unterschied zwischen Erfassung bei Navtec und Teleatlas und OpenStreetMap dargestellt. Navtec und Teleatlas haben da halt sehr ausgereifte Methoden, um das Ganze zu erfassen. Und OpenStreetMapler nehmen halt einfach einen GPS-Empfänger und fahren oder gehen da irgendwas ab. Aber die Ergebnisse sind trotzdem vergleichbar. Nachteile der kommerziellen Geodaten sind erstmal die hohen Anschaffungskosten und dann die eingeschränkte Nutzungslizenz. Also ich kann nicht unbedingt damit machen, was ich will, sondern ich muss mich daran halten, was der Kartenhersteller oder was ich für einen Vertrag mit dem Kartenhersteller geschlossen habe. Nachteile der freien Geodaten ist natürlich immer die Frage, wie vollständig ist das und welche Qualität hat das. Da gibt es natürlich keine Garantien. Die gibt es bei den kommerziellen zwar auch nicht, aber die behaupten zumindest, sie liegen in einem gewissen Rahmen. Dann schlechte topologische Aufbereitung der Geodaten. Man weiß bei OpenStreetMap zum Beispiel nicht wirklich, was hat was zu bedeuten. Also man muss da oft nachschlagen und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, irgendwas darzustellen. Das ist recht schwierig umzusetzen. Und es gibt viele verschiedene Objektarten und was die bedeuten, weiß oft nur der, der es erzeugt hat. Problem ist auch, im ländlichen Raum nimmt die Qualität stark ab. Also Großstädte sind so gut wie vollständig erfasst und kleine Dörfer, da gibt es halt oft nur die Hauptstraßen.
Dann die Vorteile. Kommerzielle Geodaten haben einen höheren Anspruch an Qualität und Aktualität, wobei Aktualität natürlich auch wieder ein zwiespältiger Punkt ist. OpenStreetMap ist da oft wesentlich schneller, weil da gibt es Leute, die sehen, da ist eine neue Straße gebaut und tragen die dann sofort ein, während Navtec und Teleatlas bestenfalls da die in ihr Fahrtprogramm aufnehmen und dann im halben Jahr vielleicht mal abfahren. Dann gibt es ein Redaktionsteam, die Daten überarbeitet und halt sich an einem genau definierten Objektkatalog hält, sodass man da genau sagen kann, das Objekt hat so und so auszusehen. Da stehen die Vorteile der freien Geodaten gegenüber. Man muss keine Lizenzgebühren zahlen, das heißt, man lädt es sich runter, kann es benutzen, wofür man will. Es gibt eine große Anzahl an Freiwilligen, die da Straßen eintragen. Das Ganze wird ständig aktualisiert, also man kann im Prinzip alle 5 Minuten da runterladen und sieht dann sofort die Änderungen. Und es gibt auch eine hohe Erfassungsrate von kleinen und unbefahrenen Wegen, Pfaden, weil eben da auch Wanderer das Ganze abgeben und dann die Tracks hochladen. Und das Ganze hat zur Folge, dass da eine hohe Anzahl von fußgängertauglichen Attributen vorhanden sind. Ist OSM die Lösung für die Fußgängernavigation? Ja, es gibt allerdings auch ein paar kleinere Probleme. Die Datenqualität ist halt sehr uneinheitlich. Im ländlichen Raum ist die Abdeckung nicht sehr gut. Und die Lagegenauigkeit ist unter Umständen auch nicht ausreichend. Dann wollte ich ein bisschen was erzählen, was ist Augmented Reality? Da haben wir erst einmal links die Reality, das heißt, ich sehe einfach die Wirklichkeit, dann habe ich in der Mitte die Augmented Reality, da wird einfach die Wirklichkeit mit künstlichen Objekten überlagert, die ich dann über den Bildschirm sehe, und ich habe die Virtual Reality, da ist von der Wirklichkeit überhaupt nichts zu sehen. Dann habe ich noch einen Mischbetrieb, zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality. Das heißt, ich habe eine Virtual Reality, da wo noch Objekte von der wirklichen Welt vorhanden sind. Das wäre dann Augmented Virtuality. Sinn des Ganzen ist, die menschliche Wahrnehmung zu erweitern, weil als Mensch sehe ich natürlich nicht, wo ich langlaufen muss. Und ein übliches Mittel ist halt da, dass man die Kamerabilder mit virtuellen Objekten erweitert. Ausrichten kann man dann das Ganze entweder über Passmarken, die einfach von der Kamera erfasst werden, oder mittels Lagesensoren und Kompass. Anwendungen von der Augmented Reality, die überspringe ich jetzt einmal, weil die kommen gleich noch ausführlicher. Zum Beispiel Werbung, Verkehrssicherheit, Telekommunikation, PC-Ausgabe, Unterhaltung, ein Augmented Reality Kino, sprich ich gehe durch einen wirklichen Raum und kriege dabei ein Kino abgespielt. Da haben wir ein Beispiel für Augmented Reality. Ich habe da ein Kamerabild, sprich die Kanufahrer, und die Fahnen und Bahnnummern am Boden sind dann über Virtual Reality, Augmented Reality eingeblendet. Ein weiteres Beispiel für Augmented Reality ist ein Social Shopper, das heißt, ich stelle mich da vor die Kamera, wähle dann ein Kleidungsstück aus und sehe dann auf dem Bildschirm, wie das Kleidungsstück an mir aussieht. Augmented Reality in der Industrie. Ich sehe durch die Kamera das Auto, das ich bearbeiten muss, und sehe dann eingeblendet, an welchen Stellen ich genau arbeiten muss. Augmented Reality als virtuelles Spielzeug.
dann zum Beispiel irgendwas so Lego-mäßiges. Ich kann das dann zusammenbauen und sehe dann, wie das aussieht. Augmented Reality in der Medizin. Ich sehe da den Patienten und sie überlagert das Operationsgebiet. Augmented Reality im Museum. Ich kriege da eine Brille, kann dann im Museum umhergehen und sehe dann da im Museum dann die virtuellen Ausstellungsstücke. Augmented Reality im Straßenbau. Da kann ich praktisch in die Straße reinsehen. Ich sehe da so ein 1 Meter mal 1 Meter Loch in der Straße und sehe dann, welche Rohre da durch die Straße durchgehen und auch wieder der Boden beschaffen ist. Augmented Reality, der POI-Browser, Wikitude, das dürften die meisten kennen. Da halte ich halt mein Telefon an die Sehenswürdigkeit und das Telefon sagt mir dann, was das ist. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man die Augmented Reality auch für die Navigation benutzen? Und das ist das, was wir hier versucht haben. Andere haben das auch versucht. Da sieht man zum Beispiel Wikitude Drive. Und da... Es ist nicht wirklich Augmented Reality, weil es ist einfach nur der Pfeil in die Richtung, wo man fahren muss, dem Kamerabild überlagert. Und es ist keine wirkliche Lagegenauigkeit übergegeben. Da haben wir ein zweites Beispiel von Navigationen mit Augmented Reality. Da wird auch einfach nur ein Pfeil in das Kamerabild eingeblendet, aber der zeigt nicht wirklich an, wo man hinfahren müsste, sonst würde man jetzt da in die Tür reinfahren. Der Google Navigator hat auch Augmented Reality, aber ist auch nicht dasselbe wie das, was das Projekt vorhat. Da wird die Route einfach von vorhergemachten Fotos überlagert, aber das Ganze kann mittlerweile natürlich schon wieder viel anders da aussehen. Und das ist auch, glaube ich, relativ schwer zu erfassen, wenn ich jetzt das rechte Bild nehme und da drauf schaue mit einem Blick, wo ich da langfahren muss. AugNav ist auch so ein Beispiel, das dem, was wir wollen, ziemlich nahe kommt. Da sehe ich jetzt überlagert auf dem Kamerabild die Route. Was das allerdings für einen Nachteil hat, die Route ist nicht wirklich an der Kamera orientiert. Das heißt, wenn ich die Kamera jetzt etwas kippen würde, dann wäre die Route immer noch in der Mitte von der Kamera, aber die Straße passt nicht mehr dazu. Wir haben versucht, das Ganze in Navi zu integrieren. Das ist ein modulares Navigationssystem, basierend auf C und C++. Es ist Open Source in der GPL V2. War ursprünglich Linux-basierend, ist jetzt aber plattformübergreifend. Das heißt, es läuft unter anderem auf iPhone, Android, Windows und Linux natürlich. Es ist ein klassisches Fahrzeugnavigationssystem, sprich es routet nach den Straßen. Hat unterschiedliche Kartenansichten, die übliche Draufsicht 2D und 3D perspektivisch, hat Routing-Funktionen, wie man es halt vom Navigationssystem gewohnt ist, ist flexibel konfigurierbar, das heißt, man kann von der GUI über die Kartenanstellung bis Kartendarstellung bis zu den OSDs alles konfigurieren, so wie man es gern hätte und kann es mittels X-Embed auch in andere Anwendungen integrieren und dann mit Debus fernsteuern. Es unterstützt unterschiedliche Kartenformate, unter anderem das vom großen Reiseplaner und von Garmin, die sind reverse-engineert. Dann Shapefile, das ist das Kartenformat, was im professionellen Umfeld vorherrscht. GDF ist Geographical Data Format, das ist, was Navtec und Teleatlas üblicherweise liefert und OpenStreetMap.
Da sieht man Beispiele von, wie das Ganze aussieht. Also im mittleren Bild die 2D-Ansicht und im unteren Bild die 3D-perspektivisch. Warum Navit als Experimentierplattform? Es ist Open Source und damit ist eine Weiterentwicklung möglich. Es gibt verschiedene Kartenformate inklusive der freien OSM-Daten. Es ist plattformübergreifend. Es ist für Desktop- und mobile Systeme geeignet und hat eine adressbasierte Routenplanung und gute Kooperation im Entwicklerteam. Dann, welche Modifikationen hat es gebraucht, um Navit Augmented Reality tauglich zu machen? Es hat das Kamerabild der Route überlagert werden müssen. Die Route muss ein bisschen überhöht sein, das heißt, man würde im Normalfall praktisch senkrecht auf die Route draufschauen und sieht damit nicht mehr, wo man langläuft. Man muss den Kippneigungswinkel des Telefons oder der Kamera eigentlich berücksichtigen und die Kompassrotation. Geändert worden ist auch, dass nur noch die Route angezeigt wird und nicht mehr die Straßen, die würden nämlich nur verwirren. Und der Zoom-Bereich und Sichtbereich und so weiter an eine realistische Darstellung angepasst worden ist. Das Ganze ergibt dann den Reality View, die Erweiterung von Navit auf Basis von Augmented Reality. Was noch eine Besonderheit ist, die Routendarstellung wird an Hindernissen unterbrochen. Sieht man dann da gleich. Also die Reality View besteht aus Kamera, GPS-Empfänger, elektronischer Kompass und Neigungssensor. Und da im rechten Bild sieht man dann, wie das aussieht. Man hat da das Kamerabild und überlagert die Route, wo man langlaufen muss. Da nochmal ein bisschen verdeutlicht, also man hat die Kamera, die sich im Prinzip in allen Richtungen bewegen kann, und filmt halt von deren Bild ab und überlagert da die Kartendaten. In der Reality View werden Hindernisse berücksichtigt, das heißt, wenn die Route jetzt hinter dem Gebäude verschwinden wird, dann verschwindet die auch auf dem Bildschirm. Und es sieht nicht so aus, als ob man in das Gebäude laufen müsste. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, also rechts das Teil fehlt. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass der Teil nicht sichtbar ist. Was hat die Reality View für Nachteile? Also die Genauigkeit der Lagesensoren ist, um das wirklich vernünftig einsetzen zu können, nicht genau genug. Also gerade der Kompass hat teilweise Sprünge von plus minus 3 Grad drinnen und das ist natürlich eine ganze Menge. Die Geometriedaten sind unter Umständen nicht genau genug. Die sind auch nur GPS-basiert und damit im Bereich von plus minus 5 Meter. Das Bild ist nachts nicht für die Kamera nicht hell genug, das heißt, man sieht nichts mehr von der Umgebung und damit ist es nicht mehr sehr brauchbar. Abgeschaut ist das Ganze von den Computerspielen, die mittlerweile auch ziemlich realistisch sind. Und da sieht man auch die Evolution der Computerspiele. Die Welt, in der man sich bewegen kann, wird immer größer und der Realitätsgehalt wird auch immer besser. Und ähnlich sieht es mit den Navigationssystemen aus. Die werden auch immer realitätsnäher
und können immer mehr Aufgaben erfüllen. Das ist vom Anfang von einfacher Punkt-zu-Punkt-Navigation bis halt jetzt zu Augmented Reality-Navigation gegangen. Also Grundlage für den Reality View waren Computerspiele und da sieht man ein bisschen was von den Vorlagen, die da verwendet worden sind. Da ist das ein bisschen aufgeschlüsselt, wie die Navigation in Computerspielen aussieht. Ich habe halt da meinen zentralen Bereich, wo ich mein Auto sehe, dann habe ich Gebäude und ein paar Instrumente, wo Sachen angezeigt werden. Warum ein Computerspiel als Vorbild? Die Spieleindustrie hat da viel Erfahrung, wenn man sowas macht und hat im Prinzip bereits vor langer Zeit mit Navigationssystemen begonnen, um den Spieler eben durch das Spielfeld zu navigieren. Was war das Resultat? Wir haben zwei Prototypen erstellt. Einmal ein V-Brain, ein Ultra-Mobile-PC, der eine integrierte Kamera hat und ein Touchscreen, allerdings keine Neigungssensoren und kein GPS und kein Kompass. Den haben wir extern hinzugefügt. Und wir haben ein Android-Smartphone verwendet und das ja alle Sensoren an Bord hat, für Augmented Reality fit gemacht. Derzeit sind wir dabei, den Reality View in die stabile Navi-Version zu integrieren, ein Formular zu machen, um den Reality View ein bisschen zu evaluieren, was denken die Leute von dem Ganzen und die Integration von OSM noch ein bisschen zu verbessern. Außerdem Genauigkeitsuntersuchung der Sensoren. Das ist noch ein bisschen unbefriedigend momentan. Das sind die Quellen für die ganzen Sachen. Und das war's dann. Ja, vielen Dank. Erstmal, wenn jetzt Fragen sind, wir haben da ein Mikrofon im Saal platziert. Bitte geht zum Mikrofon. Wir werden die Mikros nicht rumreichen. Ich werde das hier gleich noch an die andere Seite vom Saal bringen. Und wenn ihr dann Fragen habt, bitte an den Mikrofon. Hi. Du sagst immer wir. Wer ist denn in dem Fall wir? Also wir ist das Navid Project und die Uni Potsdam, die die Augmented Reality für Navid gesponsert hat. Das heißt, es war ein Projekt bei euch am Lehrstuhl, oder? Also ich bin vom Navid Project, der okay. Mario Kluge wäre eigentlich von der Uni Potsdam gewesen, aber der ist auch krank leider. Okay. Der hätte eigentlich diesen Vortrag halten sollen. Hello. I do not speak well German, so I will try. Maybe I didn't understand something, but you seem to be missing matter of the security. I don't imagine going on the street with the phone like that. Sure. Because it would mean that I would not notice any danger, like other pedestrians, bicyclists, cars, and things like that. Usage of the camera to grab the picture of the street or pavement in front of me means that I need to place the phone in front of me. So how it is solved? It is supposed to work like this. You look into the camera and see you have to turn right after the third building because the route turns right there. And then you go to the third building, and then you watch again into the camera. Okay, thanks. Nochmal eine zweite Frage.
Wie weit funktioniert denn das, was du da vorgestellt hast? Also kann ich mir ein Binary auf mein Telefon laden und es dann testen? Oder? Ab Januar würde ich mal sagen, also ein Android von Navi gibt es ein Android-Binary zum Beispiel, das man sich aufs Telefon installieren kann. Das Augmented Reality-Modul muss noch ein bisschen aufgeräumt werden und es soll noch da das Formular geben, wo man dann die Benutzererfahrungen dokumentieren kann. Außerdem hast du ja erwähnt, dass Navi jetzt wohl auch auf dem iPhone läuft. Wie läuft da die Installation? Oder gibt's das im App Store? Momentan oder? Braucht man ein geroutetes iPhone, um das zu benutzen. Okay. So, noch Fragen? Sieht nicht so aus. Ja, dann Martin, nochmal vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Applaus